Hallo zusammen. Mittlerweile etwa einen Monat, nachdem ich meine erste Doku über den Bahnhof Crailsheim veröffentlicht habe, seht ihr hier ein kleines Video, in dem ich euch erzähle, was euch im restlichen Jahr 2016 hier noch auf meinem Kanal erwartet. Nachdem mir das Erstellen der Doku über den Bahnhof Crailsheim viel Spaß bereitet hat, werdet ihr auf meinem Kanal vermehrt auch Eisenbahndokus sehen. Ich plane etwa eine Doku pro Monat zu veröffentlichen, wenn ich das jeweils zeitlich schaffe. Aber auch normale Videos werdet ihr weiterhin auf meinem Kanal finden, natürlich nicht mehr in der Anzahl wie bisher. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Thema dieses Videos. Im Dezember habe ich vor, folgende Videos zu veröffentlichen. Am 2. Advent, also dem 4. Dezember, werde ich einen kleinen Film unter dem Titel Danke Baureihe 611 veröffentlichen. Das Konzept Danke Baureihe gab es auf diesem Kanal schon einmal über die Baureihe 218 beim Sylt Shuttle. Nun möchte ich diese Videoart wieder auferleben lassen. Und zwar in veränderter Form, unter anderem mit Sprachkommentar. Das soll aber längst keine vollwertige Doku sein, sondern mehr ein Abschiedsvideo, wo ich euch ein paar Informationen mit auf den Weg geben möchte. Pünktlich zum Fahrplanwechsel, also am 11. Dezember, wird es ein solches Video über den sogenannten Karlsruher Kopf geben, wo ich vor allen Dingen die Einsätze vom Stuttgarter und Heilbronner Hauptbahnhof aus beleuchten werde, als auch die Einsätze in Dieselzügen auf der hinteren Höllentalbahn zwischen Neustadt im Schwarzwald und Donaueschingen. Am 18. Dezember, dem 4. Advent, präsentiere ich euch dann wieder eine richtige Doku, und zwar über den Heidelberger Hauptbahnhof. Dabei geht es natürlich vor allem um den Zugverkehr, aber auch die schöne Altstadt von Heidelberg sowie die Geschichte der Bahnanlagen kommen nicht zu kurz. Am Heiligen Abend gibt es dann eine Dokumentation über die Hohenlohebahn zu sehen. Diese Bahnstrecke, die Heilbronn mit Crailsheim über Weinsberg, Öhringen und Schwäbisch Hall verbindet, ist heute betrieblich sehr interessant. Aber auch ein Blick auf die Geschichte der Strecke ist lohnenswert. In der Silvesternacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar 2017 werde ich dann ein kleines Abschlussvideo für das Jahr 2016 veröffentlichen. Unter anderem zu sehen sein wird ein City Nightline, der bei Veröffentlichung des Videos schon Eisenbahngeschichte sein wird. Für das Jahr 2017 habe ich noch keine genauen Pläne, aber so viel sei verraten. In das neue Jahr werde ich mit einem Best of 2016 starten. Und weitere Dokus werde ich auf jeden Fall veröffentlichen. Das soll es dann aber auch erstmal gewesen sein für dieses Video. Wenn ihr Ideen habt, über welchen Bahnhof oder Strecke ich eine Doku machen könnte, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Die Bahnhöfe bzw. Strecken sollten in Baden-Württemberg oder Umgebung liegen. Eine Umsetzung eurer Vorschläge kann ich natürlich nicht garantieren. Ich bedanke mich nun bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.